Hey ho Leute und ja, herzlich willkommen zurück bei euren Hatte Blacker. Ja, und zwar hab ich eine schlechte Neuigkeit. Ja, ich weiß, momentan tue ich wirklich nur schlechte Neuigkeiten bringen. Das liegt halt daran, dass wir am Final Fantasy Ende sind. Und ja, am Ende dürfen wir natürlich wieder mal nicht alles zeigen. Naja, so kennen wir das halt. Und ja, hier habe ich das schon mal geschrieben. Oh Mann, ist das zum Kotzen, darf wahrscheinlich das komplette Ende nicht hochladen. YouTube, ich liebe dich und so weiter. Ja, genau. Werden bestimmt schon einige von euch gelesen haben. Und zwar kann ich jetzt nicht das Ende hochladen, ist das zum... Ich könnte jetzt schon wieder einen Boxsack schlagen oder YouTube schlagen. Und zwar, ja, das komplette Ende. Wir haben jetzt zwar den Final Boss haben wir kalt gemacht und so. Und dann war dort ja ein weißer Bildschirm und das war es auch schon. Und ja, und ab da kommen eigentlich die Endsequenz und die darf ich nicht zeigen. Warum darf ich nicht zeigen? Weil YouTube dann wieder meckert, weil YouTube dann wieder mir eine Sperre reindrückt, das Part 59 löscht das Ending und ich damit eine Sperre reinkriege und ich dann wieder so angepisst sein würde, dass ich dann... Naja, ihr wisst schon, wie es in meinem alten Kanal war. Mein alten Kanal, der ist... keine Ahnung. Ist auch egal. Jedenfalls wurde mein alter Kanal auch schon deswegen gesperrt, wegen Part 49, weil ich dann Endparadoxen gezeigt habe. Und das hatten wir rausgeschnitten, das funktionierte ja auch noch. Part 49 ist hier übrigens auch jetzt noch immer noch vorhanden. Plus bei Part 59 und Part 58, da war ja auch schon was, da musste ich ja auch schon viel rausschneiden. Vor allem die geileste, krasseste Stelle musste ich rausschneiden. Naja, Dankeschön, YouTube. Und naja. Pisst mich halt ein bisschen an und so. Wenn ihr das Ende sehen wollt, dann müsst ihr entweder das Spiel selber spielen, was ich sowieso empfehlen würde, oder ihr müsstet eventuell mal in der YouTube-Suche eingeben, Final Fantasy 13 2 Ending oder so. Dann müsste bestimmt irgendein YouTube-Partner müsste das bestimmt dann haben, das Ending. Warum kann ich das nicht hochladen? Warum können es Partner hochladen, beziehungsweise andere Leute? Und zwar braucht man dafür eine bestimmte Lizenz. Die Lizenz kriegt man von Square Enix. Von Square Enix finde ich leider keine Kontaktdaten, um solche Anfragen zu stellen. Wenn jemand irgendwie weiß, wo die sind, wenn jemand sowas gefunden hat, dann kann er mir das schicken. Dann kann ich das gerne alles nachholen, wenn ich die Lizenz dafür bekommen würde. Oder zweite Möglichkeit ist, wenn man YouTube-Partner ist. YouTube-Partner wird man halt auf jeden Fall nicht mit 23 Abonnenten. Dafür müsste ich mich bewerben und müsste schon ein paar Abos mehr haben und ein paar Videoaufrufe und ein paar Likes mehr und so weiter. Ja. Deswegen sage ich auch immer wieder, okay, ich habe es eigentlich, glaube ich, noch nie gesagt, aber ich sag's jetzt mal, ihr hilft mir wirklich, wenn ihr mir Daumen nach oben gibt oder wenn ihr mich abonniert, damit wird mir geholfen. Also nicht, dass ich jetzt hier rüberkomme, oh, ich bin Akku-geil und so. Nein, das bin ich nicht. Also sonst würde ich wohl wahrscheinlich schon betteln gehen um Abos, weil ich habe, glaube ich, 50 Abonnenten verloren oder so. Durch meinen neuen YouTube-Kanal, weil ich ja wechseln musste auf meinen alten. Mein alter war mit 73 Abos bestückt und das sind einige oder sehr viele nicht gefolgt. Weiß gar nicht warum so richtig. Sie schreiben zwar, ich finde die Videos toll und so, aber abonnieren, keine Ahnung. Muss ich nicht so ganz verstehen, ist auch jetzt egal. Jedenfalls werde ich jetzt mit der Fragmentsuche weiter machen. Und euch die Endparadoxen zeigen, also natürlich nicht die Videosequenzen. Ich probiere es natürlich aus, ob ich die Videosequenzen hochladen kann. Wenn es nicht geht, habe ich Pech gehabt. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, wo alles so ist. Und ja, das war's erstmal zu Final Fantasy 13.2. Jetzt kommen wir noch zu einem neuen Thema, ganz kurz ansprechen. Und zwar hatte ich das schon ein paar Mal erwähnt. Entschuldigung. Und zwar bräuchte ich irgendwann mal ein paar... Wurz, oder wie ihr auch das nennen möchtet, und zwar geht es mir darum, was ich als nächstes Let's Playen könnte. Ich wäre eigentlich dafür, dass ich Final Fantasy 13 Let's Playe. Da mir schon einige Abonnenten gefragt haben, ob ich Final Fantasy 13 mal Let's Playen kann, da sie das anscheinend noch nicht kennen, was eigentlich sozusagen etwas traurig ist, da das Spiel eigentlich auch sehr schön ist. Und man den Teil eigentlich schon kennen sollte, wenn man die 13.2, naja, gut. Und ja, schreibt mir das einfach mal unter hier, schreibt mir einfach hier einen Kommentar. Das kann ich dann hier unten drüber sehen, über Feed und Kommentare. So, ich habe doch noch was zu Final Fantasy 13.2. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt,
Weil ich sehe das immer wieder. Mich schreiben immer viele an, ob ich ihnen mal helfen kann und so. Ich schreibe dann immer dieselbe Antwort und so weiter, dass sie mich mal bitte in Facebook adden sollen. Facebook könnt ihr mich hier rüber adden. Hier klickt einfach auf den Button. Und schon werdet ihr weitergeleitet auf meinen YouTube-Kanal. Auf meinen Facebook-Account. Und da könnt ihr mich adden. Da tue ich euch eigentlich fast. Ich tue euch eigentlich immer antworten. Sobald ich online bin, sobald ich das sehe, dass da mir jemand geschrieben hat, schreibe ich sofort zurück. Also ich sag da nicht, ne, ich habe jetzt keinen Bock oder so. Ich schreibe da immer so. Ja. Gut, das war's dann erstmal von dem Video. Und ja, wie gesagt, tut mir nochmal leid. Aber so ist das halt auf YouTube. Man braucht halt die Lizenz dafür und da kann ich jetzt nichts dran ändern. Und daran könnt ihr eigentlich nur was ändern. Weil Partner werden kann, ich kann mich so als Partner bewerben, würde mir aber nichts bringen. Mit den paar Aufrufen und ein paar Abonnenten, also. Also leid es mir auch tut, aber es geht nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play, was übrigens morgen oder übermorgen erscheinen wird. Ich werde heute, denke ich mal, kein Let's Play machen, da ich heute etwas Zeitmangel habe. Gut. Ich verabschiede mich dann hier erstmal und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play.